Hallo ihr Lieben, heute die Auslosung des zweiten Gewinnspiels von Geschenketrends 24. Ich zeige euch nochmal, um was es ging. Das war die Kiste und in der Kiste drin sind wieder Servietten. In der Kiste drin ist wieder ein Schutzengel-Anhänger. In der Kiste drin war Schutzengel für dich ein Duschgel und eine Handcreme. Und wieder dieses kleine, süße, flauschige Gästehandtuch. Hier wohnt das Glück. Dazu kommt, wenn ihr möchtet, also derjenige, der jetzt gewinnt, kann sich in unserem Shop wieder zwei Düfte aussuchen, die wir ihm dann mit ins Paket packen als Teil unseres Gewinnspiels. Ihr müsst uns dann wieder nur wie immer die Anschrift zukommen lassen, entweder über WhatsApp oder über unsere Mail. Geht auch die Mail von der Internetseite, war nicht nur meine Mail, ja, die im Video steht. Sucht es euch einfach aus, teilt es uns dann mit, auf welchem Weg auch immer. Und wir lassen euch das dann im Laufe der nächsten Woche zukommen. So, und ich würde sagen, walte deines Amtes, dreh das Glücksrad für uns. Hast aber schnell gedreht heute. Ja? Ja. Oh. Und gewonnen hat, Birgit Bechterkarett. Bechterkarett, das 463. Sehr langer Name. Birgit, das vorne können wir ja lesen. Birgit Bechterkarett, wa? Herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn. Bitte melde dich bei uns. Wie gesagt, dass wir dir den Gewinn nächste Woche zustellen können. Schau in den Shop, wenn du möchtest. Du kannst dir gerne noch über unsere Seite www.duft-tresor.de zwei Düfte aussuchen. Die packen wir dir mit dazu. Und an alle anderen, wie ich es immer sage, seid nicht traurig. Das war nicht das erste und das wird nicht das letzte Gewinnspiel auf unserer Seite sein. Das nächste kommt ja, ich habe es das letzte Mal lang und breit erklärt, wenn ich blank ziehe hier mit knapp über 300. Ja, überleg dir das noch. Du erträgst mich doch früh morgens auch, oder? Ja, aber du meinst, ob dich dann deine Abonnenten ertragen? Ich denke schon. Ich habe so viel Vertrauen zu euch, dass ihr nicht danach springt und sagt, nie wieder den Duftresor. Ja, jedenfalls, da kommt das nächste Gewinnspiel, wenn ich hier blank ziehe und ihr das aushaltet. Also gesichtsmäßig mich dann für euch schminke. So, ihr Lieben, wir wünschen euch jetzt noch halt. Ein... Was denn halt? Sensi hat meine Gebete erhört. Habt ihr das mitbekommen bei Sensi? Ja, da können wir ja noch mal kurz drauf eingehen. Und natürlich bestellen wir diese Bar. Wir haben das bei der lieben Eva schon angekündigt. Sensi hat doch jetzt Ratatouille-Duft rausgebracht. Mhm. Und zwar ein Duft mit Tomate, Basilikum und... Knoblauch. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Er hat sich sehr gewünscht hier. Wiener Schnitzel, Fisch. Dorade. Und er ist der Meinung, Sensi hat ihn jetzt erhört. Weil jetzt kommt der erste Duft. Und wir wollen da nicht nur, ich habe ja erst gedacht, einen Probewürfel, um mal vorsichtig zu testen. Nein, wir ziehen das Ding voll durch. Wir nehmen das ganze Klemmchen. Wir werden euch dann berichten, wie gesagt, das kommt ja auch bald, das Video mit den Bring Back My Bars, also Welcome Back Bars. Und zwei andere Bars sind dann noch dabei, unter anderem Ratatouille. Das kann Axel aber dann alleine vorstellen. Das ist sein Ding. Du hast dir das gewünscht, das kommt. So, haben wir es jetzt? Können wir uns jetzt erstmal ans Wochenende verabschieden, weil wir drehen ja jetzt noch ein weiteres Video für euch. Und zwar die Neuzugänge aus Mai und ein Stück weit Juni. Das, was wir gekauft haben, möchten wir euch dann auch noch zeigen. Bis dann, ihr Lieben. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis dann, eure Susanne.